Aufkommen japanische Gegner haben mein Gerät mehrfach runtergeschossen, sodass ich um 21 Uhr nicht pünktlich starten konnte, beziehungsweise das nicht möglich war. Wir können jetzt Wetten abschließen, wie lange es jetzt dauert, bis es wieder abstürzt, aber wir starten einfach das Video, was um 21 Uhr begonnen hat, jetzt mit 31-minütiger Verspätung. Ein spannender Blick auf den Zustand der Bundeswehr. Wir bleiben dran an diesem Thema und der Frage, was der Krieg mit den Menschen macht, diskutieren darüber gleich mit diesen Gästen. Zu Beginn aber möchte ich mit einem Mann sprechen, der für die Bundeswehr im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz war. Rüdiger Hesse war bis letztes Jahr Berufssoldat, zuletzt als Oberstabsfeldwebel. Herzlich willkommen. Oberstabsfeldwebel. Ein neu eingeführter Dienstgrad. Ja, meine Damen und Herren, das heißt also bis zur Wiedervereinigung, bis der Eiserne Vorhang gefallen ist, war alles gut. Gab es eine Wehrpflichtarmee mit 500.000 Soldaten. Gab es auch genug Geld für die Bundeswehr. Und dann ist der Eiserne Vorhang gefallen, abgerüstet worden und alles ist verfallen. Er sagt, Mangelwirtschaft wird geübt. Eigentlich muss man ja sagen, dass er das, was in der DDR gewesen ist. Da gab es ja Mangelwirtschaft, da mussten Leute improvisieren, selber basteln und. Und dann kommt die Wiedervereinigung und dann passiert das bei der Bundeswehr, was in der DDR der Fall war. Das ist doch ein Armutszeugnis ohnegleichen, meine Damen und Herren. Und wir müssen darüber gucken und reden, wer ist denn dafür zuständig, dass das so ist. Ist es das Bundesamt für Beschaffung in Koblenz? Ist es das Ministerium, der Minister? Ist es der Generalinspektor als Allgemeingeneral, ja, verantwortlicher, als Gesamtverantwortlicher? Oder wer ist denn da bei der Bundeswehr für Beschaffung und so weiter zuständig? Und irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Das muss man sich auch fragen. Er sagt ja, bis zur Wiedervereinigung hat das funktioniert. Hat sich dort die Beschaffungsorganisation, das ganze Kram, sich denn gravierend geändert, dass es sozusagen ein Organisationsgradsproblem ist? Dass die Struktur nicht stimmt. Oder ist die Struktur gleich geblieben, wie auch bis zur Wiedervereinigung, wo eben kein Mangel da war? Und es liegt einfach an Geldeinsatz oder, ja, ich weiß es nicht. Das müssen letztendlich die Verantwortlichen bei der Bundeswehr beantworten. Und auch der Wehrbeauftragte der Bundeswehr oder muss das beantworten. Und das Parlament, der Verteidigungsausschuss, muss das beantworten. Und das ist ja nun nicht erst seit gestern so, sondern dieser Mangel ist ja laut Wehrbericht seit, ja, wie er sagt, seit der Wiedervereinigung, das heißt seit über 30 Jahren. Und da ist so viel geredet worden, es ist nichts passiert. Und das ist wirklich erschreckend. Wir werden als MDP damit Schluss machen. Wir werden die Bundeswehr, wir müssen erst mal gucken, wie wir die Bundeswehr strukturieren wollen, ob wir eine weitere Panzergrenadierdivision oder Panzerdivision machen wollen mit 20.000 Soldaten oder ob wir nochmal 10 Geschwader mehr machen wollen. Also was wir dringend brauchen, ist letztendlich Luftverteidigung.
durch Raketenabwehrtechnik und eben durch Luftwaffe. Und die Luftwaffe ist auch verantwortlich für die Raketenabwehr. Und das wird der Hauptschwerpunkt sein bei allen Sachen und besonderen Punkt die Hyperschalltechnik, die jetzt ganz schwer im Kommen ist, wo unsere Raketen, diese Hyperschallraketen aus Russland nicht erfangen können. Das ist der Hauptpunkt. Das ist eben das, was mir in der Diskussion vollkommen fehlt. Also erstens muss man gucken, wie soll die Bundeswehr ausgerichtet sein. Ja, jetzt braucht man noch eine Panzerdivision, mehr als 20.000 Soldaten. Braucht man eine Luftwaffendivision, die gibt es gar nicht mehr. So groß ist die Luftwaffe gar nicht mehr. Die Luftwaffe ist eh ausgedünnt. Ja, total. Normalerweise hat ein Geschwader, ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge das sind. Also eine Kompanie hat ja normalerweise schon 32 Flugzeuge gehabt. Es sitzen ja so Flugzeug meistens so zwei Leute drin. Es wären dann 64 Soldaten und dann das Bodenpersonal und so weiter. Heute hat das ganze Geschwader, also ein Bataillon übersetzt, mit 32 Flugzeugen. Das heißt, man hat also ja, die Flugzeuge schon massiv ausgedünnt. Ja. Daran sieht man schon, woran es hapert. Ja, also wenn jetzt ein Luftangriff ist, keine Ahnung, die Russen greifen an jetzt rein, theoretisch, ja, dann können sie zwar das Flugzeug, weiß ich, rund um die Uhr fliegen, weil sie eben immer wieder neues Personal haben. Sie haben aber nur 32 Flugzeuge. Und wenn eins mal abgeschossen wird, dann haben sie eben weniger Flugzeuge. Das heißt, ja, ich sage es nochmal, was früher eine Kompanie, ich weiß gar nicht, wie man das in der Luftwaffe nennt, was früher eine Kompanie an Flugzeugen hatte, 32, hat heute das ganze Geschwader, also ein Bataillon. Und da muss man sich eben fragen, soll das so bleiben? Da braucht man einen Experten. Oder soll die Bundeswehr Flugzeugträger bekommen? Es geht darum, soll die Bundeswehr jetzt international eingesetzt werden oder nicht? Flugzeugträger sind dort ein wesentlicher Bestandteil. Oder soll, ja, und ein Flugzeugträger braucht auch Begleitschutz. Das heißt Begleitschiffe. Darüber muss man reden, darüber redet keiner. Es geht nur darum, ja, 2% des BIP, ja, nein, Bundeswehr, Fahrzeuge funktionieren nicht. Selbstverständlich müssen alle Fahrzeuge funktionieren. Selbstverständlich muss genügend Munition da sein. Und dann geht es eben weiter, Wehrpflicht, ja oder nein. Und wie soll die Bundeswehr aussehen? Extrem starke Luftwaffe mit Raketenabwehrschirm, Hyperschalltechnik und so weiter und so fort. Schauen wir mal weiter. Logo haben wir den Begriff des dynamischen Verfügbarkeitsmanagements gelernt. Was heißt das auf Deutsch? Ja, das ist wieder eine typisch deutsche politische Umschreibung. Wir haben nichts, es kommt vielleicht irgendwann mal was. Haltet durch, alles wird gut. Macht einen, wenn man im Ausland im Einsatz ist, macht man sich darüber Gedanken, macht einen das so? Natürlich. Da geht es um Leben und Tod. Und wenn da eine Sache nicht funktioniert, nicht rechtzeitig repariert werden kann, weil die Teile noch produziert werden müssen, weil sie nicht bestellt worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Wir gehen da nicht auf den Kindergeburtstag. Jetzt wurde ja groß angekündigt durch den Bundeskanzler, die Zeitenwende. Es kommt viel mehr Geld rein. Glauben Sie, das ändert sich jetzt alles? Wenn der Wille endlich da ist. Schöne Worte von der Politik kennen wir in allen Bereichen der Politik, ja. Und in allen Themengebieten. Das stimmt. Die Absichtserklärung ist gegeben. Ob das wieder nur eine hohle Phrase ist, das wird sich zeigen, sehr kurzfristig. Ich hoffe natürlich nicht. Sie sprechen sicherlich auch mit Ihren Kameraden bei der Bundeswehr. Hat sich das Gefühl, Soldat zu sein, seit dem Ukraine-Krieg eigentlich verändert? Definitiv, weil endlich in der Gesellschaft angekommen ist, wir könnten eventuell doch eine Armee gebrauchen. Das heißt mehr Anerkennung? Es geht gar nicht um Anerkennung. Das wurde uns mal von einem Verteidigungsminister vorgeworfen, dass wir dann nach jankern und lechzen und. Ja, die Frage ist eben, was für eine Armee? Letztendlich ist hier im deutschen Geschichtsbewusstsein auch in Russland, es wird immer wieder jetzt hervorgerufen, was weiß ich, riesengroße Panzerarmee. Eine Panzerarmee, Panzerdivision und so weiter. Eine Division, das sind 20.000 Soldaten ungefähr. Und wir haben, glaube ich, nur noch zwei Divisionen davon. Also 40.000 Soldaten, hast du die Infanterie, Pioniere und anderen Krams noch dazu. Es gibt ja noch alles mögliche, Gebirgsjäger. Aber insgesamt ist die Bundeswehr unter 200.000 Soldaten. Ne? Die Frage ist eben, wie soll die Bundeswehr aussehen? Soll es eine große Panzerarmee sein? Sollen es Fallschirmjäger sein?
Soll es eine starke Luftwaffe sein? Soll es eine starke Marine sein? Soll es Flugzeugträger sein? Wie soll die Bundeswehr ausgerichtet sein? Wie soll die Bundeswehr in Zukunft eingesetzt werden? Soll die Bundeswehr wieder dazu dienen, gegenüber dem Osten zu verteidigen? Da braucht man natürlich ja auch Bodentruppen und eine starke Luftwaffe. Und die Raketen werden immer wichtiger. Raketen, die wir in Deutschland erfunden haben, durch Werner von Braun. Ein bisschen Respekt für die Arbeit, die wir für diese Gesellschaft ja erledigen, wofür wir unsere Haut zum Markt tragen, das würde uns schon reichen. Also von mir hat er auf alle Fälle mit Respekt und die Anerkennung. Man muss jetzt endlich, das gilt auch für Polizisten, das gilt eigentlich für alle im Dienst stehenden, auch für die Bundeswehr selbstverständlich und am allermeisten. Man muss die Bundeswehr so gut schützen, dass sie wirklich ja, bestmöglich geschützt sind bei ihrer Arbeitsverrichtung. Das sind wir den Leuten einfach schuldig. Und das muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und wer das nicht als Selbstverständlichkeit ansieht, denen die Arbeitskleidung gibt und die beste Ausstattung gibt, der macht sich, wenn die Leute sich verletzen oder zu Tode kommen, mitschuldig. Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt Bilder von der Front in der Ukraine sehen? Teilweise triggern sie mich, wenn ich an Kunduz denke, die Raketennächte von Kunduz, das ist ja kein Geheimnis. Ich kann mich sehr gut reinfühlen, was es für die Familien in Kiew, Charkiw oder sonst wie bedeutet, wenn unverhofft Raketen einfliegen, Mörserbeschuss ist und. Diese Erfahrung haben wir ja. Diese Erfahrung sollte man vielleicht auch nutzen in dieser Gesellschaft. Herr, Sie leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und sprechen auch offen darüber. Auch heute können Sie unseren Zuschauern erklären, was das ist und wie das Ihren Alltag... Durch Staatsterror kenne ich. Posttraumatische Belastungsstörung durch Staatsterror. Ich habe Dinge erlebt in den Einsatzgebieten, die meine Seele nicht verarbeiten konnte. Daraus resultiert halt diese Traumata oder verschiedene Traumata. Und diese Traumata oder diese posttraumatischen Belastungsstörungen sind total individuell. Es äußert sich individuell. Und bei mir sind es halt Dinge, Angst- und Panikattacken, Schlafstörungen, Depressionen, Sozialverluste bzw. gewollter Sozialkontaktabbruch. Ja, es geht um die soziale Integration, ne? Das ist ganz wichtig. Strukturanker braucht man, Sozialanker, diese ganzen Sachen. Eigentlich ist es ja, hat er es richtig gemacht, dass er da so einen Veteranenverein gegründet hat, wo er sich austauschen kann mit Gleichgesinnten, die Ähnliches erlebt haben. Von da ist es eigentlich bei ihm, ich weiß nicht, wie es sonst aussieht, Familie und so weiter, ist er eigentlich gut strukturiert. Und, aber man weiß auch nicht, was er alles erlebt hat. Ja. Posttraumatische Belastungsstörung durch Staatsterror kenne ich, kann ich mitreden, meine Damen und Herren. Ist keine anerkannte Krankheit. Es gibt in Deutschland keinen Staatsterror. Also gibt es auch diese Erkrankung nicht. Können wir leider nicht als Arzt irgendwo eintragen. Wir können höchstens Psychose, Schwachsinnigkeit, sonst was eintragen, weil Bewachungsstaat, Straftaten gegen einen passieren, wo die Polizei nie ermittelt. Gibt es nicht in Deutschland, die Polizei ermittelt immer. Die Polizei ist immer super. Und Staatsterror, Wachungsstaat gibt es nicht. Also ist der Patient geisteskrank. So einfach ist das. Verändert sich je nach Härtegrad massiv. Woran merken Sie es am meisten im Alltag bei sich selber? Schon morgens, wenn ich aufstehe, ich mir meine Beißschiene aus dem Mund nehme, damit ich mich nicht selbst auffresse, mir dann einen Medikamentencocktail reinziehe, um über den Tag zu kommen. Man sieht es, wenn man mich anguckt. Ich habe sogenannte Spasmen entwickelt. Früher würde man es Kriegszittern nennen. Das sind so die wenigen offensichtlichen Dinge. Das ist ja das Fatale. Die Kameraden, die ein Gliedmaß verloren haben, denen wird, da wird keine Frage gestellt. Die psychisch Verwundeten stehen ständig in Erklärungsnotstand. Man sieht ja nicht, es muss doch auch mal gut sein, reiß dich mal zusammen. Ja, es gibt eben auch viele, die sind eben Simulanten. Das ist das Problem. Das ist das Problem, dass es Simulanten gibt, das ist das Problem, warum die Leute, die es wirklich haben, nicht ernst genommen werden. Das ist eine Schweinerei bei den Leuten, die das simulieren, das sage ich ganz deutlich. Also ein sonstiges. Ich habe ab und zu auch mal so ein paar Zuckungen, aber es sind nervliche Geschichten. Das psychisch bedingt denke ich eher nein,
Das sind Nervenschädigungen. Sichtbar wird man nur, wenn man genau hinguckt. Aber wen interessiert das Leid anderer Leute? Wir haben es uns ja ausgesucht. Wir haben ja eine Menge Kohle damit verdient. Falsch verstandener Abenteuerlust. Nein, wir haben unseren Job gemacht, den die Gesellschaft uns gegeben hat durch ihr Wählervotum. Was für eine Hilfe brauchen Menschen wie Sie? Ja, diese Interessensvertretung von Einsatzveteranen, das haben wir aus der Not heraus geboren, weil die Institutionen halt nicht so funktioniert haben, wie es der Politiker womöglich gewollt hat und durch Gesetzgebung auch initiiert hat. Die Gesetze sind hervorragend geworden, aber wie jedes System gilt es natürlich dran zu bleiben, Impuls zu halten. Und Fehler, Missbildungen aufzuzeigen und abzustellen. Und da sind wir als diejenigen Betroffenen natürlich die idealen Leute, auf die man zugehen kann. Und also er ist jetzt sozusagen vollerwerbsunfähig, das was ich auch bin, durch Staatsterror. Er hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Aber er ist auch schon ein bisschen älter, hat sehr viel Geld verdient. Und Oberstabsfeldwebel ist eben Kompaniefeldwebel, das heißt, das ist der höchste in der Unteroffizierslaufbahn. Und eigentlich ist der Oberstabsfeldwebel eine hoch angesehene Persönlichkeit, auch wenn er unter einem Leutnant steht. Aber auf solche Leute sind die Offiziere angewiesen. Also da muss nachgeschärft werden. Guckt mal dahin. Bei der Bundeswehr war es immer so schön einfach. Punkt 4 des Führungsvorgangs. Das fehlt meines Erachtens von der Politik. Sie erlassen tolle Gesetze, aber dann den Daumen drauf halten, dass auch das unten ankommt, was von den Politikern gewollt ist, das fehlt. Ja. Wir haben zu Anfang besprochen, dass die Bundeswehr wieder Selbstverteidigung Krieg können muss. Was Krieg bedeuten kann, das haben Sie miterlebt. Wenn jetzt ein junger Mann, eine junge Frau auf Sie zukommt und fragen würde, ich überlege, zur Bundeswehr zu gehen, würden Sie es dem jungen Mann, der jungen Frau raten? Überleg es dir gut, wenn du es dir gut überlegt hast und bis zur letzten Konsequenz dein eigenes Leben einsetzen, für dich oder für deine Kameraden, / für die Gesellschaft letztendlich. Wenn du dazu bereit bist, ist es ein geiler Arbeitgeber. Der eröffnet dir Sachen und Möglichkeiten, die man in der zivilen Welt nicht kriegen kann. Nach all dem, was Sie erlebt haben, würden Sie es nochmal machen? Ich bin dumm genug, natürlich. Vielen Dank, dass Sie uns heute den Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Danke, dass Sie heute Abend. Nun ja, wenn er ist ja nun schon ein bisschen älter. Und so weiter. Er hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er so oft nach Afghanistan muss und da Erfahrungen macht, dahingehend, dass eigentlich alles umsonst war. Taliban ist wieder da. Alles, was man als Ziel hatte, ist nicht eingetreten. Das ist schon heftig. Vor uns hat die Frage gestellt, wie verteidigungsfähig das Land überhaupt ist. Mein Thema heute, die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch, muss Deutschland Krieg können? Und dazu freue ich mich heute auf